Hallo zusammen, Kai Matthias hier für Voice of CNC auf der Intake und wir sind hier auf dem Stand von Schunk und ich habe neben mir den Herrn Wolanski und ich bedanke mich erstmal recht herzlich, dass wir hier sein dürfen und gerne. Würde gerne direkt die erste spannende Frage an Sie richten, nämlich was führt euch auf die Intake? Gibt es ein paar Fokusthemen, über die wir heute gemeinsam sprechen können? Ja, also die Intake, unsere regionale Leitmesse hier für Werkzeugmaschinen und Automation. Und genau, Werkzeugmaschinen und Automation sind unsere großen Kernstärken. Und um mal so ein bisschen zu zeigen, hier haben wir unsere Prozesse, die alle auf der Werkzeugmaschine vollzogen werden. Da drüben haben wir, ich sag mal, die Handlingstechnik, die die Werkstücke handelt und überleitend dann in automatisierte Prozesse prismatischer Teile, also die automatisierte Fertigung prismatischer Teile und da drüben die automatisierte Fertigung rotationssymmetrischer Teile mit dem Clou, den Produktwechsel im Handlingsprozess vollziehen zu können. Also schon mal sehr spannend, vor allem eine große Bandbreite, die ihr hier auf jeden Fall zeigt. Und ich gucke hier immer schon so ganz gespannt über meine linke Schulter, weil wir gerne über ein Thema sprechen würden, vor allem wenn es um Thema, sagen wir mal, Zukunftsinnovation und vor allem auch Prävention bei den Werkzeugen und Werkstücken geht. Und da fällt einem das i oder iTendo hier auf jeden Fall ins Auge. Und ja. Vielleicht können wir da mal ganz kurz ein bisschen drüber sprechen. Ja, sehr gerne. Also wir, Schunk, kommen ja so, eins unserer ersten Produkte waren die Werkzeughalter. Wir haben riesige Erfahrungen gesammelt im Umgang mit Fertigungsprozessen, wie kriege ich die stabil, wie kriege ich die präzise, wie kann ich meine Werkzeugstandzeiten optimieren und so weiter. Aber der nächste Schritt ist, naja, nur ein richtig stabiler Prozess, den sollte man auch automatisieren. Ich will ja nicht am Wochenende Störungsbeseitigung machen. Ja? Und dazu unser Werkzeug, der iTendo, im Prinzip ein Monitoring-Optimierungssystem, womit ich in der Lage bin, ich sag mal, Werkzeuge im Prozess zu überwachen und dadurch meine, Prozesse zu optimieren, also kürzere Taktzeiten erzeugen oder stabilere Schwingungseffekte, forcieren oder meine Standzeiten überwachen oder bei teuren Werkstücken irgendwelche, Fertigungseffekte nutzen, um der Maschine Befehle zu erteilen. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall dafür sorgen, dass man ruhiger schlafen kann, ja? Sozusagen. Stellt euch einfach vor, wir bewerten den mit einem sensorischen Halter. Also in diesem Halter ist ein Sensor integriert, der überwacht die ganze Zeit das Schwingungsverhalten im Prozess. Und was haben wir denn so für Effekte, ja? Ich sag mal, das ist jetzt schon ein bisschen vorbereitet. Hier würde ich jetzt einfach so eine Werkzeugverschleißgrenze mal simulieren. Der Sensor ist hier in dem Werkzeughalter eingebaut. Wir haben im Maschinenraum im Empfänger und in der Maschinensteuerung eine, ich sag mal jetzt PLC-Box, also eine kleine SPS, die es erlaubt, M-Befehle der Maschine zu verarbeiten. Und ich habe mir vorher hier Grenzwerte festgelegt. Man kann mal gucken. Man hat gesagt, okay, wir haben hier zwei Grenzen eingesetzt. Schwingungsverhalten soll, wenn das über diese rote Grenze kommt, soll mir das einen Alarm auslösen. Na, ich habe jetzt hier überall, kann man so sehen, ja, so sehr empfindlich. Ich brauche nur so ein bisschen auf dem Tisch rum, Schwingung erzeugen. Das detektiert er hier. Ja. Aber jetzt gehe ich mal in den Prozess. Werkzeug ist im Eingriff, das läuft, der Prozess hat begonnen und jetzt beginnt mein Prozess. Normales, stabiles Verhalten. Es geht immer weiter. Mein Werkzeug wird jetzt langsam immer stumpfer und erreicht diese Grenze. Und jetzt seht ihr da hinten, die Kontrollleuchte leuchtet rot. Die hält jetzt, sagen wir mal, 2-3 Sekunden an. Das kann ich vorher einstellen, was passieren soll. Also ich habe im Prinzip dieses Überschreiten dieses Schwingungssignals genutzt, um der PLC-Box zu sagen, mach mal die Lampe rot. Ich kann natürlich der PLC-Box auch sagen, direkt Stopp. Stopp, Werkzeugwechsel, was auch immer. Und das ist das Ziel. Lass uns doch gemeinsam unseren Wirtschaftsstandort mit solchen Systemen so optimieren, damit die internationalen Marktbegleiter uns erstmal wieder gucken müssen, was machen die denn da eigentlich? Ja, ne? Das stimmt. Also vor allem, wenn man jetzt auf Herausforderungen des Marktes, wie er momentan auf jeden Fall ist, ist glaube ich, dass das Thema Sicherheit, Prävention und somit die Optimierung von bestimmten Prozessen natürlich extrem wichtig wird. Ne? Ja. Und zukunftsweisend vor allem, wenn ich das richtig verstehe. Und ich glaube, dieses Gefühl von Sicherheit und Stabilität im Produktionsprozess euren Kunden mitzugeben, höre ich als so einen kleinen USP raus oder das, was ihr für eure Kunden sucht und versucht zu machen, oder? Genau. Wir wollen euer Partner für Produktivität sein. Das ist unser täglicher Antrieb,
alles, was wir tun, dreht sich darum. Ne? Sehr, sehr schön. Ja. Dann würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Einblick und wünsche ganz, ganz viel Erfolg hier auf der InTech und vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war mir ein Fest.